So, einen schönen guten Abend nochmal von meiner Seite auch zum Chart-Webinar heute Abend, 22. März 2016 von Ariondo und Feingold Research. An einem Tag, ja, der aufgrund natürlich der Ereignisse in Brüssel, wo der Handel in Frankfurt ein bisschen in den Hintergrund rückt, wo diese Terroranschläge mal wieder in den Fokus stehen. Wenn man sich heute die Bewegung des Marktes anschaut, dann muss man wohl feststellen, naja, inzwischen haben sich die Finanzmärkte schon an solche Entwicklungen gewöhnt. So eine erste Schockreaktion zu Beginn, wo der DAX mal auf 9.800 nach unten gefallen ist, wo dann noch Unsicherheit war, wie geht das vielleicht weiter, gibt es dann noch weitere Anschläge und sowas. Sie sehen es hier, diese lange untere Schatten, der sich hier im DAX gebildet hat, heute im Tagesverlauf, können wir noch ein bisschen reinzoomen. Und dann hat sich der Markt allerdings auch relativ schnell gefangen. Es gab ja heute auch einen ziemlichen Schwung nochmal an Konjunkturdaten, die rausgekommen sind. Stichwort hier ZEW-Index, der war jetzt nicht ganz so der Knaller gewesen, aber viel wichtiger natürlich der IFO-Geschäftsklima-Index, insbesondere eben hier die Frühindikatoren. Die sind sogar noch fast ein bisschen besser reingekommen als erwartet und das gab dann doch dem Markt nochmal so den ordentlichen Schwung. Mut, auch nochmal nach oben zu laufen. Wir haben also hier mal wieder so die Region um 9.800, 9.850 als Nachkaufgelegenheit gesehen und sind dann jetzt knapp unter der 10.000 aus dem Handel gegangen. Auch das kennen wir inzwischen, die 10.000 an sich, ja nicht die entscheidende Marke, sondern natürlich dieses Areal, also 10.050, 10.100. Das ist so im Augenblick, das heißt im Augenblick, schon seit einigen Wochen beschäftigt uns die. Hier sehen wir es sehr, sehr deutlich. Eigentlich besseren Widerstand kann man sich eigentlich kaum wünschen. Das ist schon so einer für das charttechnische Lehrbuch, möchte man sagen. Jetzt ist die spannende Frage, kommt es noch zum Ausbruch darüber, also in fünfstellige Regionen wieder, oder fallen wir wieder zurück, prallen also ab von der Barriere, was ja auch jetzt nicht unbedingt so überraschend wäre, wenn man mal schaut. Mitte Februar waren wir ja noch bei rund 8.700 gewesen, jetzt also bei knapp 10.000, also 1.300 Punkte gut gemacht. Das ist sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit natürlich. Und ist die Frage, ist das natürlich auch gerechtfertigt? Ist der Markt jetzt kurzfristig gesehen nicht überhitzt? Und damit beginnen wir eigentlich auch schon in diesem gesamten Konstrukt Finanzmärkte 2016. Wo geht es lang? Was macht der Euro? Was macht der Ölpreis? Was machen so Risikosignalgeber wie zum Beispiel Gold, Schweizer Franken, japanischer Yen? All das muss man ja inzwischen hier im Blick behalten, wenn man jetzt auch die Chancen für den DAX ausloten möchte. Nicht nur das natürlich, sondern ich gucke gerade auf die Fragen. Genau, da kommt nämlich auch schon der nächste Chart, den ich eigentlich bringen wollte. Und bevor ich den jetzt aber bringe und nicht wieder den Fehler mache, die wöchentliche Umfrage zu starten. Machen wir das nämlich jetzt auch noch. Sonst vergesse ich das nämlich nachher wieder. Wie schauen Sie denn, wie sehen Sie den DAX bis zum kommenden Dienstag? Ich glaube, dann findet auch wieder ein Chart-Webinar tatsächlich statt. Also direkt nach Ostern machen wir weiter. Wie sehen Sie bis dahin den DAX höher oder tiefer, ausgehend vom aktuellen Niveau? Wie ist da Ihre Einschätzung? Große Termine stehen ja eigentlich nicht an in dem Zeitfenster. Es kommen noch so ein paar Unternehmensdaten rein, aber Konjunkturdaten nicht mehr von übergeordnetem Interesse. Das geht dann wieder Anfang April los mit den Arbeitsmarktdaten, ISM-Index. Aber das ist jetzt erstmal nicht im Fokus. Da kommen schon die ersten Anmeldungen. Wo bleibt endlich die Seitwärtstendenz? Also die Seitwärtstendenz bleibt erstmal nicht da drin in der Umfrage. Ich will von Ihnen eine klare Entscheidung haben, hoch oder runter. Und beende mal die Umfrage. So, damit wir das auch haben. Und zwar bis zur nächsten Woche. Jetzt muss ich mal eben hier die Daten aktualisieren. 9.990 ist heute der Schlussstand gewesen. In der nächsten Woche gehen 43% von Ihnen davon aus, dass der DAX höher stehen wird. 57% erwarten fallende Kurse bis zur nächsten Woche. Also Tendenz geht wieder nach unten, nachdem es ja zuletzt in den letzten Wochen einen kleinen Wechsel gegeben hat, also wieder jetzt die Pessimisten, zumindest von der Sentimentumfrage her, im Augenblick im Vorteil.
Ich denke, das könnte sich sehr, sehr schnell ändern, wenn wir, wie gesagt, über die 10.000 steigen sollten. Das ist die entscheidende Marke. Aber natürlich nicht alleine, denn Thema heute ist ja auch vor allen Dingen Trading, Strategien. Wie kann man sich überhaupt vorbereiten auf den Trading-Tag? Ich habe das ein bisschen weitergefasst, jetzt nicht nur auf den DAX angewendet, was man da an Strategien fahren kann, sondern natürlich eben auch so allgemein. Weil einfach ich hier auch immer wieder Fragen von Ihnen erhalte, können Sie nicht mal einfach so eine Einführung machen in Trading-Strategien? Was bedeutet das überhaupt? Was kann man überhaupt alles handeln? Welche verschiedenen Zeitfenster gibt es? Welche Strategien kann man machen? Kann man das Ganze auch fundamental machen, charttechnisch machen? Und wenn ja, charttechnisch, auf Basis von welchen Vorgehensweisen, da gibt es ja unzählige inzwischen im Internet, brauchen Sie ja einfach nur googeln. Das habe ich heute alles mal in drei Folien zusammengefasst und werde versuchen, Sie da drauf vorzubereiten. Jetzt sehe ich gerade tatsächlich in der Frage, war auch ein kleiner Fehler drin gewesen, wo steht der DAX am kommenden Dienstag? Werde ich das nächste Mal auf jeden Fall noch ändern, dass Sie die Fragen wieder richtig sind. Aber vielen Dank, weil ich sehe nämlich selbst die Frage nicht mehr, die Umfrage. Das wird nur bei Ihnen eingeblendet und nicht bei mir. Deswegen ist offenbar auch dann der Fehler jetzt schon ein paar Mal durchgelaufen. Werde ich auf jeden Fall noch korrigieren. So, bevor wir gleich zu den Trading-Strategien rübergehen, das nimmt einen größeren Teil ein heute im Webinar. Kurze Einordnung mal, wo stehen wir im Augenblick an den Märkten und worauf gilt es zu achten? Also ich gucke kurz in die USA, dann auf den DAX und dann werden wir uns mit den Strategien und Trading allgemein beschäftigen. Also gehen wir kurz die größten, wichtigsten Basiswerte durch, einfach nur zum Überblick. Gold hatten wir ja jetzt schon länger nicht mehr uns genauer angeschaut. Lohnt sich im Augenblick aber auch nicht unbedingt, denn Sie sehen es hier, Gold steht immer noch so an der Grenze vom Abwärtskanal, an der oberen Seite, hier im Bereich 1250, 1260. Das ist alles noch kein richtiger, nachhaltiger Ausbruch hier. Gleichwohl die Tendenz geht langsam nach oben. Was ganz interessant ist, schauen Sie mal hier, die 200-Tage-Linie in den vergangenen, ja, 2, 3 Wochen Stabilisierung und jetzt eine leicht steigende Tendenz auch schon. Das heißt also, wir haben jetzt zumindest mal die beste Chance, dass wir jetzt diesen Aufwärtstrend nach oben hin durchbrechen. Seit Sommer 2013 existiert er ja. Es ist nur wichtig, dass wirklich jetzt auch mal Gold hier nochmal nachlegt. Das heißt also, dass hier steigende Kurse und zum Tagesschluss nach Möglichkeit über 1280 wir sehen. Und erst dann wäre wirklich auch der Weg frei für höhere Notierungen im Bereich 1340, 1350. Ich bekomme hier gerade den Hinweis, dass jemand den Chart nicht sieht vom Goldpreis. Könnten Sie mir bitte kurz sagen, ob Sie den Goldchart vor sich sehen oder nicht? Okay, ist alles gut. Alles gut, vielen Dank. Super fürs Feedback. Also für an denjenigen, der hier den Chart nicht sieht, vielleicht bitte einfach nochmal neu einwählen. Oder ja, das dürfte die einfachste Lösung sein. Ansonsten auch für alle anderen, die Tonprobleme ab und zu mal haben, einfach mal neu einwählen. Dann ist das Tonproblem meistens schon behoben. Also Sie sehen, Gold im Augenblick hier konsolidiert diesen sehr, sehr starken Anstieg aus und war ja auch überhitzt gewesen sehr, sehr lange. Hier ergeben sich für mich im Augenblick keine neuen Handelssignale für Gold. Sollte man eher seitwärts sehen, da muss jetzt wirklich erstmal ein neues Tageshoch rauskommen, beziehungsweise ein neues Schlusskurs oberhalb so von, wie gesagt, 1280. Dann dürfte erst der neuere Impuls starten. Ein weiterer Basiswert und der ist für den DAX wiederum entscheidend, das hatten wir ja auch in den letzten Webinaren, habe ich das öfters angedeutet. Euro-Dollar natürlich entscheidend, eben aufgrund der starken Exportabhängigkeit der deutschen Unternehmen und da ist ja gerade der DAX sehr stark mit gespickt. Das ist ein wichtiger Richtungsweiser für den DAX zunächst einmal. Wir haben hier zuletzt mal nachgebende Notierungen gesehen bei Euro, US-Dollar. Hier spielen natürlich die Notenbanken entscheidend mit. Es klang so ein bisschen zuletzt durch bei der EZB-Konferenz, dass sich die Europäische Zentralbank nicht mehr so sehr um eine Euro-Aufwertung scheren würde.
Bei der FED wiederum ist man ja zurückgerudert und sagt, 2016 gibt es nur noch zwei Zinserhöhungen. Ob das wirklich so kommen wird, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Die FED will natürlich auch ihr Gesicht wahren und kann jetzt schlecht sagen, nachdem man jetzt Ende 2015 erstmals die Zinsen erhöht hat, dass man dann 2016 unter Umständen den Schritt sogar wieder zurücknehmen muss. Das wäre ja ein ganz großer Fauxpas. Es werden letztlich vor allen Dingen die weltwirtschaftlichen Konjunkturdaten das entsprechende Signal geben, ob die FED weiter an der Zinsschraube dreht oder nicht. Denn wenn man sich das anschaut, die Kerninflationsrate in den USA hat inzwischen schon das Zielniveau von gut 2% erreicht. Wir haben Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt mit einer Arbeitslosenquote von 4,9%, auch wenn natürlich die geschaffenen Jobs selbst eine schlechte Qualität haben, das heißt also sehr viel im Niedriglohnbereich. Die Aktienmärkte stehen knapp unter dem Jahreshoch. Eigentlich insgesamt gesehen das perfekte Umfeld, um einen weiteren Zinsschritt durchzuführen. Dennoch hat die FED das nicht gemacht, weil sie offenbar sehr unsicher ist. Wenn man sich das anguckt, die nächste FED-Sitzung findet im April statt. Da ist die Wahrscheinlichkeit im Augenblick für einen Zinsschritt am Terminmarkt von ungefähr 8%, wird das eingepreist. Für die nächste Sitzung dann im Frühsommer sind es schon ungefähr 40%. Also da wird es schon wesentlich wahrscheinlicher. Im Augenblick Euro-Dollar in der alten Trading Range leicht erhöht am oberen Band. Wir sind ja hier oder sprechen hier über eine Seitwärtsbewegung im Bereich 1,04, 1,05 bis 1,15, 1,17 ungefähr. Da sind wir im Augenblick eher an der oberen Grenze angekommen, aber hier noch nicht das erreicht. Ich bleibe weiterhin dabei. Solange der Euro-US-Dollar unterhalb von 1,1450 bleibt, ist das zumindest mal für den DAX nur leicht belastend. Also wirklich eine klare Belastung für den DAX dürfte erst dann aufkommen, wenn wirklich Euro-US-Dollar hier über das Vorjahreshoch steigt von 1,17. Auch schon hier so Kurse um 1,15 dürften den DAX doch spürbarer belasten. Das heißt also, die Outperformance, die wir im Augenblick sehen von den amerikanischen Indizes gegenüber dem DAX, und die hält ja schon jetzt einige Wochen an, die wird umso stärker sein, je weiter der Euro aufwertet. Und das sollte insbesondere dann sehr deutlich zu Vorschein treten, wenn hier diese wichtigen Barrieren rausgenommen werden im Bereich 1,1450, 1,15. Das sind die entscheidenden Triggermarken für den Markt. Solange Euro-Dollar da drunter bleibt, ist es zumindest mal noch leicht negativ nur für den DAX. Sollte Euro-Dollar hier wieder bis in den Bereich um 1,10 zurückfallen, wäre das wiederum umso positiver dann auch für den DAX und dürfte wiederum die Erholung an den amerikanischen Indizes ausbremsen. So, das wie gesagt die wichtigen Vorgaben, damit Sie auch wissen, vor allen Dingen, wie man den Währungsmarkt im Augenblick einzuschätzen hat. Und damit kommen wir auch schon rüber zum S&P 500. Und Sie sehen es, wir sind jetzt hier wirklich an einer sehr wichtigen, sehr entscheidenden Marke angekommen. Wir haben die 200-Tage-Linie überwunden und auch den Widerstand von 1990, 2000. Was wir jetzt haben, ist ein ganz interessantes Ausgangsniveau, denn wir nähern uns zunächst einmal hier der Begrenzung dieses möglichen Rounding Tops an. Das kennen Sie ja inzwischen schon. Das muss man nicht ganz genau beachten, diese Region. Die verläuft ungefähr im Bereich 2060, 2070. Das hängt davon ab, wie man die auch einzeichnet. Man kann die auch ein bisschen größer einzeichnen, dann ist er etwas weiter oben. Wenn Sie da auf Nummer sicher gehen wollen, das Entscheidende ist eigentlich so hier der Hochpunkt von Anfang Januar, also zum Jahreswechsel im Bereich 2070, 2080. Das war so die Zielmarke auch und die hatte ich Ihnen ja auch gezeigt, wie man zu der kommt, indem man einfach hier unten die Höhe dieses Doppeltiefs nimmt und dieses Doppeltief die Höhe nach oben hin projiziert, also hier an den Ausbruchspunkt, dann kommt man hier auf eine Zielregion von rund 2070, 2075 Punkte. Das haben wir jetzt bald erreicht, da ist nicht mehr viel Luft nach oben, jetzt nehmen die Widerstände hier drastisch zu, Sie sehen es. Das Potenzial für den S&P sehe ich jetzt noch auf maximal 1%. Und dann sind wir hier im Zielbereich angekommen. Sollten Sie also diese Rallye hier mitgemacht haben, dann empfehle ich jetzt auf jeden Fall mal über Teilgewinnmitnahmen nachzudenken, dass man hier vielleicht 50% der bestehenden Position mal realisiert und mit dem Rest mit einem nachgezogenen Stoppkurs zumindest mal hier auf 1980 oder 1970 nachgezogen noch weiter daran partizipiert.
Aber hier wird die Luft jetzt wirklich dünn, denn es gibt einfach jetzt verschiedene Indikatoren auch, und damit komme ich auch schon so ein bisschen in Trading-Strategien rein. Also zum Beispiel die Marktbreite in den USA beim S&P ist jetzt wahnsinnig überdehnt. Sie kennen ja meine Seite, die ich sehr häufig dazu immer aufrufe. Das ist ja Index Indicators. Da sehen Sie ja sehr gut, wie im Augenblick die Marktbreite ist am amerikanischen Aktienmarkt. Wenn die überhitzt ist, dann heißt es vorsichtig sein, weil einfach zu viele Aktien im Augenblick zum Beispiel über wichtigen gleitenden Durchschnitten notieren. Also hier zum Beispiel jetzt mal für den Nasdaq 100, aber Sie können hier oben auch über S&P 500 das auswerten und dann hier zum Beispiel sich die entsprechenden Daten anzeigen lassen. Wir sehen es, runde 90% im Augenblick der Aktien im Augenblick über der 20-Tage-Linie, das ist ein Extremwert und da muss man aufpassen, beziehungsweise da muss man jetzt vor allen Dingen nicht mehr hinterherlaufen, denn die Party, die ist jetzt erstmal gelaufen bei den US-Aktien, da wird erstmal nur mehr zu erwarten sein, wenn jetzt der S&P die ganz entscheidende Hürde rausnimmt, und das ist das alte Rekordhoch hier im Bereich 2130, 2140. Das heißt, wenn der Markt wirklich über ein neues, über das bisherige Hoch steigt, das ist zum Beispiel auch schon mal so ein Ansatz, mit dem man Strategien fahren kann. Das wäre erstmal wichtig, aber davor sind so viele Barrieren, das erwarte ich nicht. Der Markt ist im Augenblick zu überhitzt, als dass diese ganzen Widerstände rausgenommen werden. Da muss man abwarten, wie jetzt hier die Konsolidierung auch abläuft beim S&P. Je größer die Gewinnmitnahmen ausfallen, desto negativer natürlich für den Markt. Und Sie sehen es auch schon, wir haben jetzt hier eine große Chance, wir haben aber auch ein Risiko, was man zu beachten hat. Denn das Risiko ist natürlich ganz klar zu definieren. Man kann hier auch so einen kleinen Abwärtstrendlinie noch einzeichnen, die wir jetzt auch erreicht haben ungefähr. Ich zeichne die mal so ganz grob ein über die letzten Hochpunkte. Wenn wir jetzt hier wieder dran scheitern, ja, dann haben wir zunächst einmal einen weiteren negativen Baustein hier in diesem Chartmuster drin, denn Sie sehen es, dann ist weiterhin hier die Serie von fallenden Hochpunkten intakt. Und dann ist auch diese Abwärtstrendlinie intakt und dann ist auch dieses Rounding Top weiterhin intakt. Und genau das hier ist jetzt der ganz entscheidende Punkt. Also gibt es noch Käufer oberhalb von 2060, 2080 Punkten? Wenn nicht, dann ist das wirklich negativ zu sehen. Und wenn es dann zu Gewinnmitnahmen kommt, dann könnten sehr viele Leute eben auch sagen, okay, das war es jetzt erstmal wieder gewesen, die nächste Reise geht wieder nach unten. Und damit bleibt, würde eben dann auch dieses Szenario einer großen Boden oder nicht Boden, einer größeren Top-Umkehrformation dann weiterhin auch aktiv bleiben. Also da jetzt im Augenblick ganz genau darauf achten bei dem amerikanischen Aktienmarkt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier durchstarten werden. Und das hätte dann natürlich auch entsprechend negative Signalwirkungen auf den DAX, denn zuletzt hat hier vor allen Dingen diese starke Entwicklung an den amerikanischen Aktienmärkten auch den DAX zumindest mal stabilisiert. Und sollte es hier jetzt zu deutlichen Verlusten kommen, dann ist aufgrund der sowieso schon seit Jahresbeginn vorhandenen Underperformance des DAX gegenüber, des S&P gegenüber dem DAX dann auch mit deutlicheren Verlusten beim DAX selbst zu rechnen. Da kommen gerade ein paar Fragen rein, die muss ich mal eben durchgehen. Welche Werte man nach Xetra-Schluss noch einigermaßen handeln kann? Kommt immer darauf an, natürlich auch welche Positionsgröße Sie sich da festlegen. Es sind vor allen Dingen die Schwergewichte, die größeren, die dürften zumindest mal noch relativ gute Liquidität aufweisen. Also eine Bayer, BASF, Daimler, eine Telekom, Deutsche Bank, je nachdem vor allen Dingen auch was am Tag gelaufen ist. Schauen Sie sich da am besten die Volumenentwicklung am Tag selbst an. Das gibt dann noch eine ganz gute Orientierung dafür, wo noch relativ fair gepreist werden wird. War noch eine Währungsfrage gewesen, kann ich gerne beim nächsten Mal nochmal machen, dass wir ein bisschen stärker auf die Währungsmärkte eingehen. Genau, wie kann ich davon profitieren, wenn ich jetzt hier zum Beispiel davon ausgehe, dass die Märkte korrigieren? Im Augenblick natürlich über Put-Optionsscheine. Die Volatilität ist deutlich zurückgegangen, das gilt sowohl für den DAX als auch für die US-Indizes, also den VIX ist das ja in den USA, das ist die Volatilität. Und die Volatilität ist ja ein wichtiger Parameter für die Preisbildung von Optionsscheinen. Sie sehen hier zum Beispiel mal die Volatilität auf den DAX in der alten Berechnungsweise. Das ist der VDAX, ähnelt aber eigentlich vom Grundprinzip her mal dem VDAX New.
Und Sie sehen es, wir sind hier unten angekommen, jetzt an der Aufwärtstrendlinie, möchte ich mal sagen, vom VDAX Nu. Das heißt also im Augenblick die Volatilität mit ungefähr 20%, 23%, relativ niedrig, deutlich niedriger als zum Beispiel noch Mitte Februar. Und damit sind die Preise von Optionsscheinen wieder attraktiver geworden. Und man würde dann natürlich bei fallenden Kursen doppelt profitieren. Das ist das Reizvolle daran. Zunächst einmal natürlich von den fallenden Kursen an sich. Wenn Sie spekulieren ja mit Puts auf fallende Kurse. Und fallende Kurse gehen meistens auch einher mit einer steigenden Volatilität. Das heißt also, der Preis des Optionsscheins würde sich also sowohl verteuern über die Preiskomponente als auch über die Volatilitätskomponente. Und da wären zum Beispiel Put-Optionsscheine im Augenblick ein ganz interessanter Ansatz, um zum Beispiel gezielt auf fallende Kurse zu setzen oder um bestehende Long-Positionen auch abzusichern. Genau. Die Indikatorseite nochmal zeigen. Die habe ich Ihnen in die Chatbox reingestellt. Ansonsten, da hatte jemand gerade Probleme mit dem Internet. Ich stelle die sonst nochmal ein. Da ist nochmal die Indikatorseite. S&P 500 für eine Kugel, das war einfach diese Zielmarke, die ich hier eingesetzt hatte. Also wo wir jetzt hier sehr viele Widerstände erreicht haben im Bereich 2050, 2070 Punkte als entscheidender Widerstandsbereich im Augenblick und damit eben auch als Zielbereich, den ich ja sowieso schon vor ein paar Wochen ausgegeben hatte. Also dass wir hier drüber erstmal nicht steigen werden, aufgrund eben der verschiedenen Barrieren, die es hier gibt. Zumindest mal hier nicht über das Rekord. Das kann ich mir angesichts der Marktstruktur, siehe Link, den ich Ihnen gerade geschickt hatte, auch nicht vorstellen. Beginn. Woran erkennt man den Beginn einer Konsolidierung? Naja, man kann sich natürlich so ein bisschen darauf vorbereiten, wie ich schon gerade sagte. Wenn zu viele Aktien zum Beispiel bei einem gleitenden Durchschnitt notieren, wenn wichtige Widerstände angelaufen sind, und wenn dann die Kurse nach einer vorherigen zu starken Rallye doch relativ deutlich fallen, das heißt also, wenn mit fallenden Kursen auch das Handelsvolumen ansteigt, dann kann man zumindest mal darauf spekulieren, dass es eine Konsolidierung gibt, eine korrektive Bewegung. Es gibt natürlich keine klassischen Umkehren, also es gibt klassische Umkehrmuster, aber die funktionieren nicht zu 100%, sondern die haben auch ganz bestimmte Wahrscheinlichkeiten natürlich, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber da muss man auch so ein bisschen natürlich dann Erfahrung haben. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt hier auf fallende Märkte spekulieren will, dann sollte man das auch strategisch entsprechend vorgehen und zwar nicht zum Beispiel jetzt mit 100% schon reingehen und auf die Short-Seite spekulieren, sondern zum Beispiel nur eine erste Position aufbauen. Also zum Beispiel 30% oder 50% des dafür vorgesehenen Kapitals. Das heißt, man geht mit einer ersten Position in den Markt rein, testet, ob man richtig liegt und baut diese Position gegebenenfalls weiter aus, wenn sich der Markt in die prognostizierte Richtung dann auch entwickelt. Boah, jetzt kommen hier gerade eine ganze Menge Fragen rein. Ich muss die mal eben durchgehen. 60% über dem gleitenden Durchschnitt sind im DAX. Kommt es dann zu einer Konsolidierung? Ich habe Ihnen hier die Werte für den DAX auch mal aufgerufen. Da kann man das eigentlich auch sehr gut sehen, dieses Konzept. Das ist jetzt schon eine, ich möchte mal sehen, in Anführungszeichen, Strategie, die man fahren kann. Ja, wenn zu viele Aktien im DAX über wichtigen gleitenden Durchschnitten liegen, wie zum Beispiel hier der 21-Tage liegen, dann kommt es meistens auch zu einer Konsolidierungsbewegung. Das ist hier zum Beispiel der Prozentsatz der Aktien im DAX. Das zeigt diese mittlere Linie hier, die über ihre 21-Tage-Linie notieren. Sie sehen es, falls wir hier so Quoten haben von 90%, dann wurde zumindest mal, sind wir dann in der Nähe eines Markthoches gewesen in der Vergangenheit. Also hier zum Beispiel im Juli 2015 eine Quote von mehr als 90%. Hier war es nicht ganz das Markthoch, das wurde wenig später erreicht, aber hier sieht man auch sehr schön, und zwar hat hier die Marktbreite abgenommen. Das ist auch schon so ein Ansatz, den man fahren kann. Zum Beispiel hier sieht man eine Quote von 90% Ende Oktober und dann hat der Markt noch ein höheres Hoch ausgebildet, ist nochmal um ungefähr 200 Punkte gestiegen, aber die Marktbreite insgesamt hat abgenommen. Das heißt, weniger Aktien notierten noch über ihre 21-Tage-Linie. Das ist eine sogenannte negative Divergenz, hat sich hier ausgebildet.
Und der anschließende Absturz war dann eigentlich auch nicht so überraschend gewesen, wenn man eben sich nur auf die Marktbreite konzentriert hat. Im Augenblick oder vor Mitte März war es zum Beispiel wieder der Fall gewesen, wo mehr als 90% der Aktien über ihre 21-Tage-Linie notierten. Das heißt eine markttechnische Überhitzung. Und deshalb ist eben jetzt auch diese Konsolidierung, die wir sehen, überhaupt nicht überraschend, denn erstmal muss das natürlich verarbeitet werden. Das Gleiche funktioniert natürlich auch genauso gut, wenn man hier Tiefpunkte erwischen will. Also wenn zum Beispiel weniger als 5% der Aktien im DAX nur noch über ihre 21-Tage-Linie notieren, dann trifft man meistens auch relativ gut ein zumindest kurzfristiges Markttief. Das Problem, um Tiefs zu treffen, ist meistens, dass diese oft nur sehr kurzzeitiger Natur sind. Das heißt also, hier ist die Dynamik höher, hier ist das Timing wesentlich schwieriger. Aber man kann es zumindest mal hier doch einen relativ guten Ansatz so als zusätzliches Mosaik das Konzept eben verwenden, zumindest mal um erste Positionen aufzubauen. Das ist keine Seite hier, das ist ein Programm. Das Programm nennt sich Captimizer. Kostet allerdings Geld, ist also ungefähr um die 2000 Euro. Aber es bietet eben verschiedene Analysemöglichkeiten, um eben solche Durchschnittsbetrachtungen zu bekommen. Ansonsten, Sie bekommen das Ganze aber auch, also diese Daten hier zum Beispiel kostenlos über die Seite, wo ich Ihnen gerade den Link reingestellt hatte. Also Index Indicators, da gibt es die Analysen auch für den DAX, nicht nur für die amerikanischen Indizes. Genau. So, das sollte jetzt mal alle Fragen mehr oder weniger beantwortet haben. Referenzmärkte, also ich schaue mir immer den DAX Future noch an. Nach 22 Uhr und der gibt ja auch morgens schon mal sehr gute Indikationen. Gerade wenn man jetzt CFD-Handel tätig ist, dass man hier also nicht natürlich auf den Xetra DAX sich anschaut, sondern natürlich den DAX Future. Der DAX Future wird von den institutionellen Investoren gehandelt. Das ist der entscheidende, letztlich auch der maßgeblich auch den DAX natürlich mit beeinflusst. Und wenn man hier im kurzfristigen Trading aktiv ist, dann sollte man den DAX Future berücksichtigen. Jetzt kommt nochmal die Frage, wo ich diesen Link eingestellt habe. Ich stelle ihn nochmal ein. Index Indicators in die Chatbox. Es gibt wohl heute einige, die zum ersten Mal bei dem Webinar dabei sind. Sie müssen unten rechts gucken bei sich in diesem Webinarprotokoll. Da gibt es den Reiter Chat. Und da müssen Sie einfach nur reinschauen und da habe ich Ihnen den Link reingestellt. Gut, machen wir weiter im Programm. Also S&P an wichtiger Marke angekommen. Jawohl, jetzt ist es auch bei allen angekommen, die Geschichte. Und damit kommen wir zum DAX und damit einer ganz interessanten Entwicklung, die wir hier im Augenblick sehen. Und zwar, dass wir zuletzt immer mal wieder Rückschläge gesehen haben. Beim DAX selbst, durchaus auch hier in dem Bereich um 9600. Das heißt also hier schön an die 21-Tage-Linie. Stichwort gleitende Durchschnitte ist auch so ein Ansatz, den man zum Beispiel fahren kann. Also so eine Strategie, dass man gleitende Durchschnitte handelt, also einen Rücklauf an gleitende Durchschnitte. Wir sind da an den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 21 Tage gelaufen. Das ist auch der Monatsdurchschnittskurs und deshalb eben auch relativ stark beachtet. Und dennoch wurde der Markt immer wieder hochgekauft, also 9600 hochgekauft, 9800 auch. Man muss hier so ein bisschen natürlich aufpassen, diese größeren Bewegungen, die wir hier sehen, also hier zum Beispiel am 10. März oder eben auch am 17. März, die gehen natürlich auf die EZB-Zinsentscheidung bzw. die FED-Zinsentscheidung zurück. Das sind solche Faktoren, die im Augenblick eine klare Prognose des DAX im kurzfristigen Bereich natürlich gerade vor solchen Ereignissen sehr schwierig machen. Und Sie sehen es auch, dass auch jetzt schon mal für den Hinterkopf, dass vor solchen Ereignissen sollte man immer vorsichtig sein. Dann ist es meistens so, dass der Range, die Bewegung des DAX, die Schwankungsbreite deutlich nachlässt. Das sieht man hier fast schon mustergültig. Sie sehen es, wie der Markt über mehrere Tage auf die EZB-Sitzung hingefiebert hat. Die Schwankungsbreite ist deutlich zusammengestaucht, nur noch 200 Punkte gewesen. Dann kam die Entscheidung, dann haben wir zunächst einen Fehlausbruch auf der Oberseite gesehen. Dann rauschte der Markt nach unten, auch ein Fehlausbruch, nach ging es wieder nach oben. Was ich damit sagen will, das habe ich eigentlich in den letzten zwei Webinaren auch schon gemacht, lassen Sie die Finger
von solchen Tagen bzw. vom Markt in solchen Situationen? Handeln Sie nicht solche kräftigen Bewegungen, wenn gerade zum Beispiel noch eine EZB-Sitzung stattfindet oder eine FED-Sitzung? Da reichen ein, zwei Worte aus, um den Markt ganz schnell um hunderte Punkte hoch oder runter zu jagen. So schnell können Sie gar nicht Ihre Order streichen, Ihren Stopp nachziehen oder irgendwelche Anpassungen vornehmen. Das macht keinen Sinn. Und man weiß eben ja auch überhaupt nicht, wie Herr Draghi, wie Frau Yellen sich äußern werden. Das ist purer Zufall. Es gibt dann auch vor allen Dingen ganze Computerprogramme, die darauf schon sich spezialisiert haben, die jedes Wort hier auf die Goldwaage nehmen, die reagieren innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und das macht es eigentlich für Privatanleger inzwischen unmöglich, solche News-Trading überhaupt noch sinnvoll zu betreiben. Wichtig für uns ist im Augenblick festzuhalten, dass diese Unsicherheitsfaktoren jetzt mal raus sind. Also die EZB-Sitzung ist draußen, die FED-Sitzung ist draußen und der große Verfall an den Termitmärkten am vergangenen Freitag ist Rauch raus. Das ist jetzt in den Kursen eingepreist. Diese Unsicherheit ist erst einmal weg. Natürlich weiß niemand, wie die weitere Geldpolitik aussehen wird, das ist klar. Kurzfristig im Bereich ist das aber erstmal ausgeklammert. Wie ist im Augenblick die Lage beim DAX einzuschätzen? Wir haben hier eine Serie von intakten Tiefpunkten vorliegen. Sieht man hier sehr schön. Erster Tiefpunkt hier, ich zeichne das mal eben ein. Das war Mitte Februar gewesen. Dann haben wir hier noch einen Tiefpunkt und hier noch einen Tiefpunkt, auch wenn der natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Insgesamt aber intakte Serie von Tiefpunkten und steigende Hochpunkte. Das heißt, wir haben einen intakten kurzfristigen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend ist unterstützt mit der 21-Tage-Linie auf der Unterseite bei 9.725 Punkten, mit dem kurzfristigen Aufwärtstrend bei 9.780 Punkten und noch der horizontalen Unterstützung im Bereich 9.580, 9.600 Punkte. Das heißt also, das Korrekturpotenzial für den DAX im kurzfristigen Bereich liegt bei ungefähr 2 bis ungefähr 3,2%, 3,8%. Maximal auf der Unterseite. Mehr ist da im Augenblick nicht zu erwarten. Sollte der DAX dennoch hier drunter fallen, dann sehen Sie, es besteht natürlich dann doch schon ein größeres Korrekturrisiko von weiteren knapp 4% bis in den Bereich 9.080, 9.130 Punkte. Das wird allerdings dann wirklich erst aktiv, wenn der DAX, wie gesagt, hier unter dieser Unterstützung fällt von rund 9.550, 9.600 Punkte, das ist die entscheidende Unterstützungsmarke. Auf der Oberseite sehen Sie hier den Prognosekorridor im Augenblick im Bereich 10.120 verlaufen. Hier ist auch ein horizontaler Widerstand noch zu sehen, maximal bis in den Bereich 10.250 Punkte. Die Oberseite dieses möglichen Trendkanals lässt Platz bis 10.340. Es ist davon auszugehen, sobald der DAX hier per Tagesschluss bzw. auch zu Tendenzen zum Tagesschluss oberhalb von 10.100 Punkten schließen wird, dass wir dann sehr wahrscheinlich auch hier uns weiter nach oben hin absetzen werden von der 10.000er Marke und dann hier in den Bereich 10.200, 10.250 Punkte laufen. Da kommt dann auch schon wieder die 200-Tage-Linie von oben, also ist das Potenzial eher mal etwas begrenzt. Aber im kurzfristigen Bereich kann man das, wie gesagt, handeln. Wichtig ist dafür einfach, dass der DAX hier per Tagesschluss mindestens über 10.100, besser noch 10.120 Punkte schließt. Erst dann eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich 10.200, 10.300 Punkte. Das wären so ungefähr 1,5 bis 2%. Kann man natürlich dann mit entsprechenden Hebelprodukten auch handeln. So, Sie sehen hier nochmal im Tageschart das Ganze zusammengefasst. Da kommen wir jetzt auch nochmal so ein bisschen zu Trading-Techniken hin, die ich hier anwende und die ich Ihnen in jedem Webinar auch beschreibe. Das ist ja die prozentuale Differenz des DAX zu seiner 21-Tage-Linie. Und die ist hier abgetragen mit diesem grauen Prognosekorridor. Und es hat sich einfach in der Vergangenheit schon sehr häufig gezeigt, dass der DAX nur immer um bestimmten Prozentsatz um seine 21 Tage oder von seiner 21-Tage-Linie sich entfernt. Das zeigt dieser graue Prognosekorridor hier an. Der ist ungefähr so berechnet, oder dieser graue Bereich ist so berechnet, dass auf der Unterseite verläuft er ungefähr ab einer Differenz von rund 4 bis 4,5% zur 21-Tage-Linie und auf der Oberseite sind es ungefähr
3 bis 4% zu 21 Tagen. Ich kann Ihnen hier auch die genauen Koordinaten mal eben sagen. Also 4,3% in der weiten Fassung, in der kurzfristigeren Fassung ist es dann noch etwas mehr. Also 4,3%, das haben wir hier im Augenblick vorgegeben, 7,7% mit dem Korrekturpotenzial auf der Unterseite. Diese prozentuale Differenz des DAX zur 21-Tage-Linie, wie gesagt, zeigt auch schon sehr einfach an, ist der Markt im Augenblick überkauft oder überverkauft. Und hier kann man dann natürlich auch entsprechende antizyklische Strategien fahren. Das heißt also, wenn der DAX zum Beispiel wie hier Anfang Februar überverkauft ist, das heißt also sich statistisch gesehen sehr, sehr weit von seiner 21-Tage-Linie nach unten abgesetzt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine Erholung einfach wesentlich größer als für eine Fortsetzung der Korrektur. Ja, weil einfach hier weil hier eine klar überverkaufte Situation vorliegt. Und es kommt dann meistens zumindest mal zu einem Rücklauf bis an den Monatsmittelwert, also hier die 21-Tage-Linie. Und sollte diese überwunden werden, dann wird auch häufig das obere Ende dieses Prognosekorridors angelaufen. Das verläuft im Bereich, wie gesagt, im Augenblick bei rund 10.140 Punkten. So, jetzt kommen hier schon Fragen rein. Diese Abweichungen von 4,7% auf der Oberseite und rund 7% auf der Unterseite, gilt das für alle Basiswerte oder nicht? Nein, natürlich nicht. Dieses Konzept, das gilt eigentlich für alle Indikatoren, ist immer nur für einen bestimmten Basiswert gültig. Und deshalb muss man sich eben auch hinsetzen, Zeit investieren und jeden Basiswert einzeln analysieren. Es macht ganz einfach einen Unterschied eben auch schon hinsichtlich der Volatilität. Schauen Sie sich eine Beiersdorf zum Beispiel an oder eine Aktie wie Infineon oder eine Deutsche Bank. Die haben ja eine ganz andere Volatilität zueinander. Ja, die Deutsche Bank Aktie ist zum Beispiel wesentlich volatiler als jetzt, oder eine ThyssenKrupp ist auch wesentlich volatiler als eine Beiersdorf oder eine Fresenius. Und deshalb haben die dann natürlich auch ganz andere Grenzwerte und somit eben statistische Abweichungen von der 21-Tage-Linie. Die müssen Sie sich wirklich einzeln analysieren, je nach Basiswert, und dann gucken, wo sind da die entsprechenden Grenzwerte. Die finden Sie auch im Internet eigentlich nirgendwo. Wir haben die hier, wie gesagt, bei Indexradar bieten wir das an in unseren Trenddynamik-Übersichten. Ich zeige Ihnen hier mal kurz die Übersicht von meinem täglichen Börsen-Newsletter Indexradar. Da haben wir das für alle Werte im DAX, im TecDAX, MDAX und SDAX berechnet. Genau dieses Konzept. Da sehen Sie dann auf einen Blick, wo eine Aktie eben überkauft oder überverkauft ist und können dann entsprechend eben auch agieren. Das heißt also hier dann sinnvolle Stoppkurse platzieren. Man sieht einfach so relativ gut schon, wo ist ein mögliches Zielniveau, bei dem man eben dann auch sinnvollerweise Gewinne mitnehmen sollte. Denn entscheidend ist natürlich nicht nur der Einstieg in eine Position, sondern mindestens genauso entscheidend, wenn nicht sogar noch wichtiger, der Ausstieg, gerade natürlich im Hinblick auf das Risiko, das heißt also die Platzierung eines Stoppkurses und natürlich eben auch, wenn der Trade aufgeht, um zur Realisierung von Gewinnen. Genau, da kommt schon der Hinweis, viele grüne Aktien im DAX im Augenblick, das ist richtig. Im Augenblick befinden sich im DAX sehr viele Werte in einem kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrend. Das heißt also, der 4-Wochen-Durchschnitt steigt an. Aber wenn man sich das Ganze mal im Wochenvergleich auch mit berücksichtigt, dann sieht man, dass zunehmend mehr Werte jetzt auch in eine Seitwärtstendenz übergeschwungen sind. Das heißt also, hier auch so ein gesundes Ausatmen im Augenblick stattfindet. Es sind nur noch zwei Werte im Augenblick sogar, E.ON und Merck, die in einem intakten Abwärtstrend laufen. Alle anderen Werte, wie gesagt, in einem Aufwärtstrend bzw. Seitwärtstrend im Augenblick gefangen. Sie sehen aber auch, gerade in der vergangenen Woche habe ich, glaube ich, auch die Matrix gezeigt, es waren sehr viele Werte überhitzt gewesen. Die Situation hat sich jetzt beruhigt. Das heißt also, es ist durchaus mal Potenzial für eine Überraschung vorhanden. Aber dafür muss natürlich der Euro mitspielen. Das heißt, der Euro darf nicht über 1,1450 steigen. Und auch sonst sollte es zu einer allgemeinen Beruhigung kommen. Dann kann der DAX durchaus hier auch auf der Oberseite ausbrechen. Wie gesagt, Zielregion dann 10.200, maximal die 200-Tage-Linie 10.400 Punkte. Die Grenzen für den DAX auf der Ober- und Unterseite lauten also hier für den engeren Prognosekorridor 4,7 bis ungefähr 5% auf der Oberseite und auf der Unterseite ungefähr 7%, 7 bis 7,5%.
ist nicht so in Stein gemeißelt. Ja. Muss man auch ein bisschen Platz natürlich lassen, aber das sind so die ungefähren Zielwerte, mit denen wir aktuell beim DAX agieren. Die verändern sich auch mal ein bisschen im Zeitablauf, aber im Augenblick so 4,5 bis 5 auf der Oberseite, 7% auf der Unterseite. So, das soll es für den DAX gewesen sein. Also wie gesagt, die Chance für den Ausbruch nach oben ist vorhanden, aber das Potenzial ist limitiert. Ganz einfach auch, weil die USA im Augenblick hoffnungslos überhitzt sind. Also wie gesagt, 10.200 maximal 10.400. Mehr ist im Augenblick nicht zu erwarten. Die Unterstützungen hatte ich Ihnen genannt, 21-Tage-Linie bzw. 9.600er Marke für den DAX. Übergeordnet der DAX weiterhin abwärts, ein Abwärtstrend liegt hier vor, das sieht man hier auch, also intakte Serie von fallenden Hochpunkten. Das ändert sich erst, wenn der DAX über 11.000 Punkte steigt. Bis dahin ist der übergeordnete Trend negativ. So, jetzt habe ich noch ein paar Sachen für Sie vorbereitet, die ich nicht vorenthalten wollte. Und zwar zunächst einmal, die Übersicht hier können wir eigentlich schon weglassen. Das ist, wie reagierte der DAX in der Vergangenheit eigentlich auf FED-Sitzungen. Und Sie sehen es hier, dass gerade in den vergangenen Monaten hat die Tendenz zu einer negativen Performance deutlich zugenommen. Das heißt, ist ja auch klar, das Vertrauen in die Geldpolitik schwindet ja. Man traut also auch den Notenbanken nicht mehr wirklich zu, dass sie hier noch das Ruder rumreißen können und deshalb hier also auch zuletzt deutlich mal negative Reaktionen beim DAX gesehen auf FED-Zinssitzungen. Der Indexradar kostet 19,90 Euro im Monat. Können Sie aber auch, wie gesagt, auf der Übersichtsseite sich alles mal anschauen, da gibt es verschiedene Beispiele, was da alles in dem Paket drin ist. Ich stelle das mal eben in die Chatbox rein. So, dann habe ich hier nochmal ganz brandaktuell rausgesucht, wie reagierte eigentlich der DAX in den vergangenen 20 Jahren auf Ostern. Das heißt also, kletterten die Kurse in den Wochen und Monaten zuvor oder sind sie gefallen und vor allen Dingen, wie reagierte der Markt meistens anschließend, also nach den Feiertagen. Das ist ganz interessant, Sie sehen es. In den 4 Wochen bevor Ostern oder bevor die Feiertage stattgefunden haben, meistens eine sehr, sehr positive Tendenz. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei 85%. Der Markt legte im Durchschnitt um gut 3% zu. Das hat sich dann deutlich abgeschwächt in den ein, zwei Wochen vor Ostern. Und dann legte der Markt meistens nur noch um 1% zu. Und genau das haben wir jetzt ja auch 2016 gesehen. Wir hatten 5% auf Sicht von 4 Wochen und jetzt zuletzt eigentlich nur noch eine Lethargie, eine Seitwärtsbewegung gesehen. Das heißt, der DAX hält sich im Augenblick relativ gut hier an dieser statistischen Auswertung. Spannend ist natürlich die Frage, wie reagierte der Markt nach Ostern? Und Sie sehen es sehr deutlich, ein Großteil der Party ist dann meistens gelaufen. Also kurz nach Ostern ist der Markt meist noch positiv. Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist ganz klar signifikant über den statistischen Wahrscheinlichkeit von 50%, also über Münzwurf. Das heißt, kurz nach Ostern noch eine leicht positive Tendenz. Sehr viel ist da nicht zu erwarten. Maximal waren hier so in den vergangenen Jahren mal 3% drin gewesen. Das würde uns auf ein Zielniveau von ungefähr 10.200 Punkte führen. Wichtig ist aber hier, einen Monat später war die Tendenz meist dann schon negativ gewesen. Dann sinkt die Gewinnwahrscheinlichkeit auf nur noch 35% und meistens sind dann auch die gesamten Gewinne schon aufgezehrt. Das heißt also, der Markt tendiert häufig sogar schon im negativen Bereich 4 Wochen nach Ostern. Das wäre dann also jetzt ungefähr der Bereich Mitte, Ende April. Ist eher davon auszugehen, dass der DAX tiefer notieren wird. Im vergangenen Jahr zum Beispiel mit minus 5% war es relativ deutlich gewesen. Das stützt so ein bisschen auch das, was ich gerade eben gesagt hatte. So ein bisschen Luft bei den Aktienmärkten auf der Oberseite ist noch vorhanden. Für den DAX, für den S&P eigentlich noch weniger. Aber danach ist zumindest mal eine Konsolidierung zu erwarten, wenn nicht sogar eine Kurskorrektur auf Sicht von wenigen Wochen. Und dann kommen wir natürlich auch schon sehr schnell dann in die saisonal wieder etwas schlechtere Phase rein. Der April ist ja noch positiv, oder dann kommen die Sommermonate rein und dann wird es ja meistens auch schon wieder ein bisschen ungemütlicher. Und sollten dann noch irgendwelche Zinserhöhungsfantasien dazukommen seitens der FED, dann dürfte es auch vielleicht etwas
ungemütlicher werden, je nachdem natürlich auch, wie sich dann die Währungsmärkte entsprechend entwickelt haben. So, das zumeist einmal zu der statistischen Geschichte und dann gehen wir mal kurz auf die Trading-Sachen ein. Das ist jetzt so ein bisschen theoretisch, aber wie gesagt, ich habe in den vergangenen Monaten immer wieder auch sehr viele Anfragen gerade zum Einstieg erhalten. Was heißt das überhaupt Trading? Was kann ich überhaupt alles handeln und so weiter? Deswegen könnte das jetzt hier für einige von Ihnen vielleicht zu langweilig sein. Ich werde nachher noch kurz auf 3, 4 Einzelwerte eingehen, die eine ganz spannende charttechnische Ausgangslage haben. Oder warten Sie, ich ziehe die vor, weil es gibt ja sicherlich einige von Ihnen auch, die das hier schon bekannt vorkommen. Und dann gehe ich mal kurz noch auf die Einzelwerte ein. Was ich im Augenblick ganz interessant finde, was man sich mal anschauen sollte, zunächst einmal Deutsche Bank und Commerzbank eben auch, die kamen zuletzt auch deutlich zurück, haben ganz kräftig an relativer Stärke eingebüßt, aber jetzt zumindest mal hier eine gute Chance für eine Stabilisierung gegeben im Bereich um 16,30 Euro, liegt jedoch ein ganz interessantes Signal derzeit vor und könnte durchaus dann auch hier eine Stabilisierung erfolgen. Wenn man sich das mal anschaut, eine Stabilisierung also hier überhalb von 16,20 Euro, 16,30 Euro, Zielniveau dann auf der Oberseite im Bereich 18 Euro, 18,50 Euro. Das Schöne ist, eine Long-Position bei der Deutschen Bank kann ich zum Beispiel relativ eng auch absichern, hier mit einem Stopp knapp unter der 16er-Marke, das wären 4% Risiken, auf der Oberseite eine Chance von ungefähr 8%. Und das ist dann ein sehr interessantes, sehr positives Chance-Risiko-Verhältnis von ungefähr 2 zu 1. Durchaus mal für den etwas spekulativeren Anleger eine interessante Option. Ähnlich ist die Situation im Augenblick auch bei der Commerzbank. Also wer eher Commerzbank-Freund ist, auch hier die Unterstützung etwas robuster in Form der 21-Tage-Linie und einer horizontalen Unterstützung im Bereich 7,80 Euro. 7,90 Euro, kann man hier auch ebenfalls relativ eng absichern. Die Aktie darf natürlich wie auch die Deutsche Bank nicht hier drunter fallen, das ist entscheidend. Ja, wenn wir hier unter diese Unterstützungsband fallen, dann haben wir ein Verkaufssignal, das kann man dann auf der Shortseite spielen. Solange diese Unterstützung hier hält, haben wir zumindest mal eine Chance hier auch auf einen Rücklauf im Bereich 8,40 Euro bis ungefähr 8,45 Euro. Das wären so kurzfristige Zielmarken auf der Oberseite, auch hier wie gesagt, eine relativ enge Absicherung möglich, ein geringes Risiko bei gleichzeitig doch attraktiver Chance auf der Oberseite. Man muss aber ganz klar dazu sagen, Bankaktien extrem risikoreich. Ja, die Volatilität ist hoch, gerade bei der Deutschen Bank muss man aufpassen, da kommen ja ungefähr jeden Tag irgendwelche neuen Hiobsmeldungen raus. Das ist wirklich nur für sehr, sehr mutige, für sehr spekulative Anleger geeignet. Gut, dann ein Wert, den ich auch, glaube ich, beim letzten Mal schon vorgestellt hatte, das ist Daimler. Gefällt mir auch weiterhin relativ gut. Grund dafür ist, wir haben hier einen relativ bisher robusten Widerstand gesehen im Bereich von 67,80 Euro bis 68,60 Euro. Das ist der Widerstand auf der Oberseite. Wir haben hier aber auch zugleich eine schöne Serie von steigenden Tiefpunkten. Das heißt, wir haben hier insgesamt so eine Art aufsteigendes Dreieck. Was jetzt hier nur noch fehlt, ist ein Ausbruch über diesen Widerstand, das heißt also über 68,50 Euro, 68,70 Euro. Dann wäre dieses aufsteigende Dreieck, dieses Konsolidierungsmuster zunächst einmal nach oben hin aufgelöst und würde weiteres Kurspotenzial entfachen bis mindestens mal hier in den Bereich der 200-Tage-Linie bei 73,50 Euro. 74 Euro, das ist so eine mögliche Zielmarke und auch hier wieder wollen wir natürlich messen, Chance auf der Oberseite, gute 7%, eine Absicherung bietet sich hier an, knapp unterhalb der 21-Tage-Linie, das wären ungefähr 5%, also hier kann man auch den Aufwärtstrend nehmen, bei 64,60 Euro, also auch hier ein leicht positives Chance-Risiko-Verhältnis. Da ist Daimler sicherlich einer der interessanten Werte im Augenblick, wenn man nur auf den DAX einfach mal schaut. Natürlich, Gold kam gerade noch eine Frage rein. Habe ich gerade eben schon am Anfang des Webinars darüber gesprochen. Gold würde ich im Augenblick einfach seitenlinig beachten. Sehe ich im Augenblick keine klare Tendenz.
da müssen erst der Tagesschluss ein neues Hoch machen oder Tagestief die vorherigen Tiefs unterbieten. Ansonsten Gold kurzfristig seitwärts. Genau, da kommt jetzt gerade so ein Einwand rein. Andere würden sagen, das ist eine bärische Flagge, die sich hier ausgebildet hat. Ich zeige das nur mal kurz. Das ist so eine Frage, die eher auf den etwas mittelfristigen Bereich zielt. Das ist sowas hier. Sie sehen hier eigentlich intakt auch hier eine Serie von fallenden Hochpunkten, also eher Abwärtstrends. Ein Abwärtstrend liegt hier vor, zeigt hier auch die 200-Tage-Linie an. Wie gesagt, man muss hier ganz genau eben aufpassen, was passiert hier. Das kann natürlich sich als eine bärische Flagge zum Beispiel herausstellen. Das heißt also nur so eine Art Bärenmarkt-Rallye letztlich. Aber ich hatte es ja gerade eben auch ganz klar gesagt, entscheidend ist, dass die Aktie über 68, 60, 68, 70 gekauft wird. Ja, also hier der Tagesschluss, der muss über den bisherigen Hochpunkten liegen. Und dann wäre hier diese Umkehrformation auch wirklich abgeschlossen. Solange das nicht der Fall ist, besteht natürlich das Risiko, dass wir hier eine Bärenmarktrallye gesehen haben. Aber wenn hier, wie gesagt, der Tagesschluss oberhalb von 68, 69 Euro liegt, dann dürfte es hier doch zu einer Fortsetzung dieser Erholungsbewegung kommen. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für den DAX, weil der DAX dürfte dann in dem Fall auch über 10.050, 10.100 Punkten liegen. So, dann will ich Ihnen noch zwei Werte kurz vorstellen. Ebenfalls interessant für die Beobachtungsliste ist zum Beispiel hier Morphosis aus dem TechDAX. Das ist ja auch so ein Wert, der heftig unter die Räder gekommen ist. Auch spekulativer Natur das Ganze natürlich, vollkommen klar. Aber wenn Sie sich das mal hier anschauen, im etwas kurzfristigeren Bereich, das ist eine sehr, sehr alte Unterstützung, die nehme ich mal raus und aktualisiere den Chart. So, hier oben das Zielbereich. Was ist hier das entscheidende Trigger? Nun, kann man natürlich sehr einfach sehen, wir sind hier mehrfach seit Anfang März am Bereich 43,50 Euro gescheitert. Und hier auch steigende 21-Tage-Linie, steigende Serie von Tiefpunkten. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis hier die Aktie über 43,50 steigt. Das könnte schon morgen der Fall sein. Sollte das dann passieren, zumindest mal hier im Bereich 45,40 eine gute Zielmarke, beziehungsweise darüber auch noch die 50er. Könnte man dann durchaus mal so als Zielniveau anpeilen. Eine Absicherung bietet sich hier dann entsprechend, die natürlich auch vom gewählten Hebel im Bereich 40,80 Euro an, beziehungsweise etwas mehr Platz und etwas sicherer wäre hier zum Beispiel ein Stoppkurs unterhalb der 21-Tage-Linie im Bereich 39,30, 39,40. Morphosis also auch mal so ein Wert mal im kurzfristigen Bereich, der sehr interessant ist, der an einem Widerstand rangelaufen ist und den man zumindest mal spielen könnte, sollte es dann morgen auch zu einem Ausbruch kommen. Ansonsten noch jetzt kurz zum Abschluss nur noch der spannenden Werte. Sie wissen es, ich bin großer Fan von Adidas. Kommen Sie mir jetzt nicht mit dem Hinweis, die Aktie ist teuer und schon viel eingepreist. Fundamentale Kennzahlen interessieren mich jetzt erst einmal nicht, sondern Charttechnik ist hier interessant und richtungsweisend, denn die Aktie ist einfach der Outperformer bisher 2016, zeigt relative Stärke, ist die einzige Aktie im DAX mit einem langfristigen intakten Aufwärtstrend. Und wir sind hier wieder an die 21-Tage-Linie gelaufen und wie zuletzt eben auch schon Anfang März scheint die Aktie wieder davon nach oben hin abzuprallen. Das heißt also hier ein neues Rekordhoch, natürlich neu, also ein Rekordhoch könnte hier nur eine Frage der Zeit sein. Und Sie sehen auch hier Adidas, diese relative Stärke ist eben auch ganz wichtig. Selbst bei dieser größeren Marktkorrektur, die wir hier im Februar gesehen haben, schauen Sie sich das an, wie schnell die Aktie wieder diesen Rückschlag aufgeholt hat. Das war eine Sache gewesen von wenigen Tagen, genauer gesagt sogar eine Woche. Und dann hatte Adidas das ursprüngliche Kursniveau wieder erreicht. Der DAX kämpft jetzt noch mit dem Niveau von Mitte Februar herum, man hat das noch nicht so richtig überwunden. Also das ist es letztlich, was man eben auch suchen muss, beziehungsweise Ende Januar das Niveau. Diese Werte, die sind eben interessant und die sollte man ganz genau im Blick behalten. Und wenn sich dann hier solche kurzen Korrekturen mal ergeben, hier zum Beispiel einen guten Unterstützungsmarken, dann lohnt sich das durchaus, die auch mal zu kaufen. Adidas sowieso auch eben im mittelfristigen Bereich sehr interessant. So, das waren jetzt die spannenden Werte gewesen. Für alle diejenigen unter Ihnen, die Trading sowieso schon in- und auswendig können, die entlasse ich jetzt schon mal in den Feierabend.
Für alle anderen nochmal ein ganz kurzer Überblick, was ist überhaupt Trading? Was muss man da berücksichtigen? Was kann man alles handeln? Was gibt es da so für interessante oder wichtige Sachen, die man zu berücksichtigen hat? Ich kann hier nur kurz drauf eingehen, denn da könnte man sonst mehrere Webinare drüber machen. Ich habe es einmal abgegrenzt eigentlich nach Instrument. Was kann man eigentlich alles handeln? Natürlich, klar, Aktien kann man direkt kaufen. Die kann man aber nicht shorten. Also das kann man natürlich auch, aber so für Privatanleger ist das zunächst einmal nicht möglich. ETFs bieten sich an, wenn man ein bisschen breiter gesetzt agieren möchte, und damit kann man natürlich auch auf fallende Kurse zum Beispiel setzen. Dann haben wir hier verschiedene Basiswerte, Rohstoffe, Devisen und Indizes gibt es natürlich, die man handeln kann. Da muss man natürlich auch gucken, kommt man in den Markt selbst zurecht. Devisenmarkt ist sehr, sehr schwierig, ist ein 24-Stunden-Markt. Hat aber auch den Vorteil, dass es zum Beispiel keine oder die Wahrscheinlichkeit von Kurslücken sehr gering sind. Ja, das ist ja gerade bei den Aktienmärkten oft ein Problem, wenn es hier Nachrichten aus Asien gibt, dass der DAX gleich mal um mehrere 100 Punkte oder 100 Punkte höher oder tiefer eröffnet. Und dieses Gap-Risiko, das hat man beim Devisenmarkt meistens nicht. Ist immer auch sehr liquide. Da kann man natürlich Anlagezertifikate handeln, also damit meine ich Bonuszertifikate, Discountzertifikate, also eher defensivere Strukturen. Hebelzertifikate gibt es natürlich auch, das ist das, was die meisten sicherlich von Ihnen eben auch handeln, also Knockouts sind das, da gibt es auch noch andere Begriffe für, haben eine relativ transparente Struktur, also die Preisberechnung ist sehr gut möglich, das heißt, man kann also auch da bei diesen Produkten relativ gut dann Stoppmarken bestimmen, beziehungsweise Zielniveaus auch bestimmen. Das heißt also ausrechnen, wenn der Basiswert auf einem bestimmten Kursniveau notiert, dann kostet das Hebelzertifikat einen Betrag XY. Das ist mit Hebelzertifikaten sehr gut möglich. Natürlich gibt es hier sehr, sehr viele. Da muss man dann auf den Spread achten. Optionsscheine habe ich eben auch schon mal angesprochen. Optionsscheine eignen sich eigentlich erst dann, wenn man als Anleger ein bisschen mehr Erfahrung hat, weil Optionsscheine haben eine schwierigere Preisgestaltung. Hier spielt vor allem die Volatilität eine größere Rolle. Der Zeitwert ist entscheidend. Da kommen noch andere Faktoren dazu. Die Preisberechnung ist hier ein bisschen schwieriger, aber es bietet eben auch Vorteile. Im Gegensatz zum Beispiel zu Hebelzertifikaten kann ein Optionsschein nicht ausgenockt werden. Hat natürlich hier auch eine Restlaufzeit, das ist wiederum mit zu berücksichtigen. Dann haben wir hier noch CFDs, exotische Optionsscheine, gibt es natürlich auch verschiedene, Inline-Optionsscheine, Capped-Optionsscheine, Inline-Optionsscheine, da haben sie zwei Grenzen, die vorgegeben sind. Das heißt also, der Optionsschein muss innerhalb bestimmter Grenzen laufen. Sollte er eine Grenze berühren, dann verfällt das Papier sofort wertlos, also total. Verlust ist dann gegeben. Das sind sogenannte digitale Papiere, das heißt also 0 oder 1. Es kommt entweder zur Auszahlung, das ist eigentlich immer 10 Euro, oder ein Betrag von 0 Euro. Das sind sogenannte exotische Optionsscheine, also Inline-Optionsscheine zum Beispiel. CFDs kennen Sie über Iondo, also haben auch natürlich verschiedene Vorteile. Ist ein sehr, sehr schneller Markt, gerade eben geeignet für Daytrading, für den kurzfristigen Bereich. Bietet einen sehr, sehr hohen Hebel, aber hier hat man unter Umständen auch zusätzliche Risiken, die man mit berücksichtigen muss. Ein hoher Hebel bedeutet nämlich auch natürlich, dass ich hohe Verluste einfahren kann. Da muss man entsprechend vorsichtig sein. Einige Broker haben auch Nachschusspflicht noch. Das heißt also, das eingesetzte Kapital und auch darüber hinaus stehen hier im Feuer. Das ist bei Iondo zum Beispiel nicht der Fall. Wenn Sie ein bisschen mehr Erfahrung haben, gibt es noch Futures und Optionen, kann man auch noch handeln. Das geht allerdings dann nur über die Terminbörsen. Denke mal, trifft auf die meisten von Ihnen nicht zu. Zeitdauer habe ich noch abgegrenzt. Scalping, das ist das sehr, sehr kurzfristige Handeln. Das heißt also, innerhalb von wenigen Sekunden zum Beispiel handelt man hier. Man kann zum Beispiel hier natürlich dann auch News Trading machen. Auch für die meisten nicht geeignet, weil man hier auch die entsprechende Software dafür haben muss. Daytrading ist im kurzfristigen Bereich. Das heißt also, kaufen und verkaufen innerhalb eines Tages. Auch hier stark News getrieben das Ganze, beziehungsweise man handelt hier solche Ausbrüche, die ich Ihnen gerade eben zum Beispiel schon mal vorgestellt habe bei den Basiswerten. Overnight Trading, das heißt also, wenn man erhält dann Positionen über eine Nacht, über wenige Tage, ist hier natürlich nicht starr in Stein gemeißelt, diese verschiedenen Strategien, beziehungsweise Handelsansätze, sondern eben, die sind auch ja,
Eine Grauzone auch. Swing Trading bedeutet über mehrere Tage, Positionstrading über mehrere Wochen, Buy and Hold. Da grüßt dann Herr Costolani. So. Und dann schauen wir uns mal hier an, wie bereite ich mich eigentlich vor auf so einen Handelstag? Was gibt es da alles zu berücksichtigen? Risiko- und Money-Management-Strategien ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Sie müssen immer Ihr Risiko mit berücksichtigen. Setzen Sie nicht zu viel Kapital in einen einzigen Trade rein. Das muss man natürlich hier berücksichtigen im Verhältnis natürlich zum Gesamtdepot, dass es hier auch kein Klumpenrisiko gibt. Meistens ist eine gute Größe, dass man nur 1 bis 5% des Kapitals pro Trade riskiert. Man guckt sich den Einstieg an und da habe ich Ihnen ja gerade eben zum Beispiel schon eine ganz gute Strategie eben auch vorgestellt. Das heißt also, schaut man sich an, ist der Markt im Augenblick überkauft oder verkauft und dann geht man entsprechend die Position ein. Also hier zum Beispiel eben die Differenz des DAX zur 21-Tage-Linie. Das waren diese 4,5% Differenz auf der Oberseite, 7% auf der Unterseite. Das ist zum Beispiel schon mal eine ganz gute Strategie, um eben hier ja, entscheidenden Vorteil zu haben und auch um eine ganz gute Herangehensweise zu haben. Oder eben auch, wie viele Aktien partizipieren zum Beispiel an einer Aufwärtsbewegung. Ja, sind hier zu viele Aktien im Augenblick über der 21-Tage-Linie? Der entsprechende Faktor, diese 90%-Regel gewesen. Wenn es zu viele sind, dann ist der Markt überhitzt, dann zieht man sich wieder zurück. Das wäre dann eine mögliche Ausstiegsregel, die man anwenden kann. Die Zeitdauer ist natürlich auch entscheidend. Das heißt also, wenn ein Trade aktiviert wurde, dann sollte der natürlich auch innerhalb einer bestimmten Zeitperiode auch abgeschlossen sein. Halten Sie nicht zu lange einer Position fest, wenn sich Ihr Szenario nicht als richtig erweist, beziehungsweise der Markt es nicht bestätigt, dann lohnt sich das auch nicht, die Position noch länger zu halten. Das Kapital ist dann einfach nur gebunden und liegt nur rum, beziehungsweise ist eigentlich auch noch verstärkten Risiken ausgesetzt. Psychologie, ganz wichtig eben auch, wird oft belächelt und so, wäre nicht wichtig, ist aber entscheidend. Sie müssen erst einmal natürlich wissen, was bin ich überhaupt für ein Trader-Typ? Ja? Bin ich für das Kurzfristige geeignet oder eben doch eher auf Sicht von einigen Tagen? Habe ich überhaupt die Zeit dafür, mich jeden Tag wenige Stunden mit dem Markt zu beschäftigen? Das bestimmt dann natürlich auch ganz klar, was ich hiervon handle. Ja, ob ich direkt Aktien handle, die sind natürlich längerfristig ausgerichtet, oder ob ich im kurzfristigen Bereich mit CFDs agiere. Und schreiben Sie vor allen Dingen auf, wie haben sich die Trades entwickelt. Das sind so wichtige Kennzahlen, die ich ja sowieso auch immer im Webinar mal vorstelle. Also CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, hier entscheidend. Sollte immer zumindest mal positiv sein oder zumindest ausgeglichen. Das heißt also, das Risiko sollte genauso groß sein wie eben die Chance, die ich erhalte. Die Anzahl der Trades, natürlich auch interessant. Die Trefferquote kann man sich auch aufschreiben. Das heißt also, wie profitabel ist überhaupt mein Handelssystem? Wie groß ist die Volatilität? Das heißt also, wie stark schwankt mein Depot zum Beispiel? Der maximale Drawdown sagt natürlich auch viel darüber aus, wie groß das Risiko. Da muss man entsprechend dann auch nachjustieren, wenn es zu stärkeren Rückschlägen kommt, denn ansonsten hat man natürlich auch kein Kapital mehr, um dieses dann auch einzusetzen. So, ich persönlich bin ein Freund davon, dass man nicht zu komplizierte Regeln anwendet, sondern möglichst einfache Strategien führt. Das heißt also hier das KISS-System, Keep it simple and stupid, also möglichst einfach und das dann eben auch sich daran halten bzw. entsprechend adjustieren, wenn man eben sieht, dass es sich in bestimmten Marktphasen nicht angewendet hat. So was kann man hier zum Beispiel machen und was ist ein einfaches System? Ganz einfach, man schaut auf neue Hochs oder neue Tiefs, die ausgebildet werden. Das ist zum Beispiel ein ganz einfacher Ansatz, denn meistens ist es eben so, wenn ein Basiswert ein neues Hoch ausbildet und über die Hochpunkte der vergangenen Periode steigt, dann hat das ja oft einen Grund, meistens einen fundamentalen Grund, einen News-getriebenen Grund. Aber es ist so, dass sehr viele Leute nach solchen Mustern handeln. Das heißt also, wenn neue Hochs ausgebildet werden, dann gehen viele in neue Positionen rein, eröffnen die dann und schauen sich dann den Wert an. Also neue Hochs wären hier zum Beispiel ganz klassisch, hatte ich ja eben gezeigt, Morphosis. Ja? Wenn hier die Aktie über diese Barriere steigt, über die Hochpunkte der vergangenen rund 2 Wochen, dann wird das am Markt sicherlich auch zu Anschlusskäufen führen
und die Aktie dürfte dann auch weiter nach oben laufen. Das ist so ein gutes Beispiel zum Beispiel für neue Hochpunkte. Zyklisch, antizyklisch, auch so eine Vorgehensweise. Dieser hier wäre jetzt, wenn man jetzt hier in Morphosis zum Beispiel reingeht, im kurzfristigen Bereich zyklisch und setzt er hier auf den bestehenden Aufwärtstrend. Im längerfristigen Bereich antizyklisch. Ja, hier ist ja der übergeordnete Trend noch abwärts gerichtet. Da muss man natürlich auch gucken, mag man so etwas, mag man antizyklische Vorgehensweise. Das sollte man dann hier wiederum natürlich auch über die Positionsgröße steuern. Ja, antizyklische sind sehr risikoreiche Spekulationen, haben aber oft den besonderen Reiz, dass hier die Chance auch größer ist. Nur sollte man hier auch dann einen ganz klaren Ausstieg schon vor Augen haben, also wissen, wann gehe ich aus einer Position raus. Aber bietet sich hier, wie gesagt, zum Beispiel an, so ein leichter antizyklischer im langfristigen Bereich, zyklischer im kurzfristigen Bereich bei Morphosis. Das spielt natürlich dann auch hier zusammen, zum Beispiel mit The Trend is Your Friend. Das heißt also, dass man hier darauf achtet, ja, wie ist überhaupt der übergeordnete Trend im Augenblick? Ist der positiv? Ist der negativ? Entsprechend geht man hier dann auch die Position ein. Da guckt man dann ganz einfach auf Trendlinien zum Beispiel und handelt dann zum Beispiel einen Rücklauf an eine entsprechende Trendlinie und geht dann hier in Trendrichtung in die Position rein. Indikatoren hatte ich Ihnen vorgestellt, also das Konzept eben zum Beispiel Differenz zur 21-Tage-Linie kann man anwenden oder eben auch einen Rücklauf an die 21-Tage-Linie selbst. Das Beispiel hatte ich Ihnen ja auch genannt, hier zum Beispiel also mit Adidas einen Rücklauf hier an die 21-Tage-Linie kaufen. Gerade wenn der Trend insgesamt aufwärts gerichtet ist, die 21-Tage-Linie steigend verläuft, dann ist zum Beispiel so ein Rücklauf bietet sich auch an. Indikatoren, gleitende Durchschnitte, also GDs, wären so ein mögliches, eine mögliche Vorgehensweise. Chartmuster natürlich auch, also darunter versteht man ein aufsteigendes Dreieck, das hatte ich Ihnen am Beispiel von Daimler gezeigt. Candle-Formationen, das wären zum Beispiel dann so Hammer-Formationen oder Shooting Stars, geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail rein. RSL, relativ starke Konzept ist das, kann ich Ihnen auch noch mal kurz vorstellen. Hier, das ist zum Beispiel so ein relativ starke Konzept, das bieten wir auch bei Indexradar an. Ist ja so eine Vorgehensweise, indem man einfach schaut, welche Aktien haben im Augenblick oder gewinnen an Dynamik, an Aufwärtsdynamik. Die ist meistens der Fall, dass diese Aktien auch längerfristig noch gekauft werden. Das heißt also, sie haben ein hohes Momentum. Und nach diesem relativ starke Konzept, das ist übrigens auch mathematisch bewiesen, dass es erfolgreich ist, handeln vor allen Dingen auch viele professionelle Investoren. Da sehen Sie im Augenblick auch Adidas im DAX ist ganz oben zu finden. Da kann man sich den absoluten RSL-Wert anschauen. Also RSL-Wert, um es kurz zu sagen, wie wird der berechnet? Man nimmt den aktuellen Kurs der Aktie und teilt den durch den gleitenden Durchschnitt. Also zum Beispiel hier Adidas nimmt man den aktuellen Kurs und teilt das durch die 21-Tage-Linie und dann erhält man den RSL-Wert. Es geht längerfristig, zum Beispiel über mit einer 55-Tage-Linie oder 100-Tage-Linie, auch kurzfristig, wie zum Beispiel dann über die 21-Tage-Linie. Wir bieten das hier im Indexradar im Premium-Bereich auch noch an, dass wir Ihnen die Rangveränderungen anzeigen. Das heißt also, wie hat sich der Basiswert in den vergangenen Wochen entwickelt, wie stark ist der in den einzelnen Positionen nach oben oder unten gestiegen. Das heißt also hier nicht nur eine statische Betrachtung, sondern das Ganze auch noch mit der dynamischen Betrachtung. Genau, so. Und dann natürlich, das hatten wir zuletzt ja auch öfters mal drüber gesprochen, News Trading kann man ebenfalls machen. Das ist auch ein immer wieder beliebtes Vorgehensweise, finde ich allerdings, wie gesagt, sehr, sehr risikoreich. Wäre ich sehr vorsichtig, wie gesagt, weil es hier oft auch zu Fehlausbrüchen kommt. So. Das zunächst einmal zu den verschiedenen Strategien. Kann man auch noch mal öfters noch oder noch kann ich noch mal später darauf eingehen in weiteren Webinaren. Also jetzt gucke ich mal eben noch auf die Fragen drauf.
Moment. So, da war auch die Frage gewesen, warum ich den 21-Tage-Linie verwende. Weil diese häufig eben auch von vielen anderen Marktteilnehmern mit beachtet wird. Das ist der Monatsmittelwert. Und so als Faustregel sollte man darauf achten, gleitende Durchschnitte zu verwenden, an denen der Kurs in der Vergangenheit schon öfters mal gedreht ist. Es macht keinen Sinn, irgendeinen exotischen gleitenden Durchschnitt zu nehmen, wie zum Beispiel 68 Tage oder 45 Tage, wenn das überhaupt gar keine Relevanz auf den Kursverlauf hat. Ich kann Ihnen das hier kurz zeigen, am Beispiel vom DAX. Gucken wir mal, ob ich den noch habe. DAX-Korridor. So, hier sehen Sie 21-Tage-Linie dran gedreht und gescheitert. Also die 21-Tage-Linie hat hier eine hohe Bedeutung. Auch hier, ja, als Unterstützung, hier als Widerstand. Hier dann als Unterstützung wieder. Wenn ich jetzt hier die 21-Tage-Linie variieren würde, also nicht mehr 21-Tage-Linie nehme, sondern zum Beispiel, was weiß ich, eine 45-Tage-Linie. So. 45 liegt ja schon im Bereich der 50er-Tage-Linie. Nehmen wir einfach mal eine 36-Tage-Linie. Die gibt es jetzt nicht. Dann sehen Sie hier, dass es wesentlich weniger Auflagepunkte gibt. Ja, hier gibt es keine Unterstützung. Hier war der gleitende Durchschnitt keine Unterstützung gewesen und hier auch kein Widerstand. Also muss man immer darauf achten, gibt es oder hat dieser gleitende Durchschnitt in der Vergangenheit für den Basiswert eine Rolle gespielt oder nicht? Also gab es hier oft einen Wendepunkt, ja oder nein. Deshalb nehme ich dann den ganz normalen gleitenden Durchschnitt, also Simple Moving Average, keine exponentiell gleitenden Durchschnitt. So, dann war auch die Frage gewesen, RSI. Ähnelt so ein bisschen dem relativ stärke Rangliste. Das ist allerdings ein kleiner Unterschied. Der RSI ist ja ein Indikator, wo man einfach den Basiswert an sich untersucht. Das heißt also, man guckt, wie hat sich der Basiswert entwickelt im Vergleich eben zu einer Periode X davor. Das heißt also, hat er an Dynamik gewonnen, ja oder nein. Und der RSI ist ein Indikator, wie gesagt, der sich nur auf einen Basiswert bezieht. Die RSL, also die relativ starke Rangliste, ist wie gesagt, da vergleiche ich verschiedene Werte untereinander mit und bekomme eben dann so eine Rangfolge. Das ist der große Unterschied und auch der Vorteil eben von dem RSL-Konzept, weil ich hier Ranglisten erstelle und nicht nur einen einzelnen Wert analysiere und damit eben einen Indikator auf einen einzelnen Wert, sondern eine Rangliste erstellen kann und somit eben in einem ganzen Index auch sehr schnell sehen kann, welcher Wert eine Outperformance hat, beziehungsweise eine schlechtere Performance. Deshalb ist eben dieses RSL-Konzept, finde ich, vielen anderen Konzepten deutlich überlegen. So, da kommt noch eine Frage, wenn man Gaps am Vortag gehandelt hat oder wenn es Gaps gab. Also es ist eine wirklich schwierige Frage, die hier gestellt ist. Welche Markt ist dann relevant? Also zum Beispiel der Xetra-Schlusskurs oder der Schlusskurs des DAX Futures um 22 Uhr, wenn es jetzt zum Beispiel eine Kurslücke gegeben hat am Vortag. Also die meisten Marktteilnehmer achten zumindest mal auf den DAX und das wird auch so in den einschlägigen Medien immer mit berücksichtigt. Wir bei Indexradar haben allerdings immer auch ein Auge auf den DAX Future. Also wenn der DAX Future sich wesentlich unterscheidet von dem DAX Xetra Schluss, dann achtet man natürlich auf den Future. Und gerade die professionellen Investoren achten eben auch auf den Future. Also im Zweifelsfall würde ich immer den DAX Future berücksichtigen um 22 Uhr. Der ist eigentlich maßgeblich für die Eröffnung dann auch am nächsten Tag und nicht der Xetra Handelsschluss. Gut, das soll es gewesen sein. Da kommt noch die Frage, beim RSL-Konzept muss der DAX nicht bei 1 stehen. Nein, muss er nicht. Wie gesagt, auch für den DAX wird natürlich ein RSL-Wert berechnet. Ja, man guckt sich den DAX aktuell den Stand an, teilt den zum Beispiel dann durch das Kursniveau der 21-Tage-Linie
Und so kommt dann hier ein RSL-Wert von 0,96 raus. Der DAX muss natürlich hier auch nicht zwingend immer in der Mitte stehen. Er kann auch mal ein bisschen höher oder tiefer stehen, je nachdem, ob ein Indexschwergewicht oder ob viele Indexschwergewichte weiter oben oder unten liegen. Und die geben dann natürlich wiederum die Tendenz für den Gesamtmarkt vor. So, das soll es gewesen sein. Heute haben wir maßlos überzogen und ich bekomme wieder Ärger nachher. Ich gebe Ihnen hier noch eine Info jetzt für die Ostertage mit. Das ist von meiner Website, die inzwischen auch wieder funktioniert. Naja, man hat jetzt einen Fehler gemacht. Eine Sekunde, haben wir gleich. Ich gebe Ihnen hier noch den Link mit. So. Den können Sie noch mal aufrufen über die Ostertage, wenn Sie sich mehr mit Handelsstrategien beschäftigen wollen. Vor allen Dingen, wenn Sie Literatur dazu haben möchten, habe ich Ihnen hier eine Übersicht gegeben. Schwerpunkt technische Analyse, die Bücher, die ich gelesen habe. Es gibt natürlich noch viele andere, die sehr gut sind, aber die kann ich zumindest mal empfehlen. Börsenbücher und als ganz interessante Literatur auch das Spiel der Spiele von Jesse Livermore. Auch eine sehr interessante Lektüre, finden Sie auch sehr vieles, was ich Ihnen immer mal wieder auch hier in den Webinaren bringe. Das hier sind noch Programme, die ich nutze. Captimizer zum Beispiel, die ich gerade eben vorgestellt hatte. Trade Signal arbeite ich ja sowieso mit. Ansonsten liebe Bücher, schauen Sie da mal an den Ostertagen vorbei. So, was noch fehlt, sind die Orientierungsmarken. So, damit wünsche ich Ihnen viel Spaß mit den Orientierungsmarken. Habe ich soweit alle aktualisiert. Sollten gültig sein. Wie gesagt, achten Sie bitte nicht so sehr hier auf diese Trendeinschätzung. Ja, die ist nicht ganz, die ist grauzonenmäßig wichtig. Unterstützung und Widerstand, die bitte beachten. Ansonsten wünsche ich Ihnen vorab schon mal schöne Ostertage. Nutzen Sie die Ostertage, um sich zu entspannen, um mal abzuschalten von dem Markt. Die ersten 3 Monate waren Achterbahnfahrt gewesen und ich gehe davon aus, dass die nächsten Monate nicht ruhiger werden, sondern dass es weiterhin so turbulent bleibt. Da wünsche ich Ihnen vor allen Dingen viel Erfolg an der Börse. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir eine Mail. Das mit den Währungsmärkten habe ich mir notiert für das nächste Mal. Können wir dann noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Ansonsten schöne Ostertage. Genießen Sie es und bis zur nächsten Woche wieder. Tschüss.